Hallo, ich werde euch heute zeigen, wie man mit der Havok Engine und Reaktor eine realistische Bewegung hinbekommt. Also wir stellen jetzt mal einen Con oder irgendwas anderes, was du willst. Eigentlich egal. Hauptsache, es ist groß genug. Gut, jetzt platzieren wir das erstmal richtig. Schön die Kamera hin, obwohl wir eigentlich keine Kamera haben. Noch nicht, aber es ist jetzt egal. Machen die Box ein bisschen breiter. So. Ein bisschen größer. So. Perfekt. Gut, jetzt erstellen wir erstmal eine RP Collision. Dort adden wir den Con und die Box, nicht die RP Collision mit dazu. Denn sonst bekommen wir hier noch Fehlermeldungen. Also nur die Box und Con. Gut, gehen wir hier mit den Properties. Geben den schönen Con noch ein Gewicht, egal welches, soll sich eben noch im realistischen Bereich bewegen. Gut, jetzt mal Create Animation, zack, fertig, man geht schnell und es fällt um und geil. Schauen wir es mal an, einfach F9 drücken. So, manche werden sich jetzt denken, ist es hässlich, sag ich, stimmt, deswegen machen wir jetzt hier auch was. Wir gehen hier unter die Einstellung vom Con, geben ihm erstmal mehr Segments. Hier so gescheit viele Segments. Es ist also, umso mehr Segments du im Objekt gibst, umso besser ist es. Das einzige, dass es halt das Problem sich dann herausstellt, wäre deine Rechnerleistung, dass es halt länger dauert. Gut, schauen wir uns das mal an. Gleich viel runter hier alles. Aber es ist noch immer ziemlich komisch und einfach nur komisch. Deswegen drücken wir jetzt mal M. M, gut. Jetzt sind wir hier im Menü für die Texturen. Gehen wir auf Standard. Tada, ich hätte schon mal hier alle Standardtexturen, aber ich glaube bei euch sieht es irgendwie so aus. Deswegen geht ihr auf Mittel Library, auf Open. Ich habe das hier alles schon mir eingerichtet, aber ihr müsst auf die Festplatte gehen, wo ihr Autodesk Dailies Max installiert habt. Dann natürlich unter Program Fields Autodesk Dailies Max 9 oder 8 oder 7 oder 5 oder 2, halt was ihr habt, auf Material Libraries und auf 3ds Max. Hier gibt es noch andere, sind auch ziemlich cool, aber das wäre jetzt zu viel. Gehen wir einfach auf die. Gehen wir dem Objekt jetzt mal. Das gehen wir ihm. Machen wir mal so eine Textur. Jupp. Der Box natürlich auch eines. Könnt ihr frei entscheiden, welches jetzt am besten gefällt. Ich mache jetzt einfach mal jetzt hier. Hätten wir es noch. Schauen wir es mal an mit F9. Gut, das Ganze sieht jetzt so aus. Sieht schon tick besser aus wie davor, aber noch nicht wirklich gut. Deswegen gehen wir jetzt hier unter die Light-Kartei auf Mr. Area Omni oder nur ein Omni oder was ich halt wollte, aber ich bevorzuge hier Mr. Area Omni bei denen. So, positionieren wir es mal schön. F9 und tada, es sieht schon ein bisschen besser aus. Ich habe es jetzt mit Mental Ray rendern lassen. Das könnt ihr hier einstellen, drückt einfach F10, scrollt hier runter, öffnet es hier. Und entweder Default oder hier, wie ich gehabt habe, Mental Ray. Mental Ray macht es halt alles ein bisschen genauer, für Texturen ein bisschen besser. Gut, das Licht gefällt mir noch nicht wirklich. Mal schauen, wie es jetzt ist. Notfalls könnt ihr auch noch ein zweites hin platzieren. Ein zweites Mr. Area Omni. Aber soll Sache. Ihr wollt, wie soll es am besten rüberkommen von der Animation und
gut, wir müssen es ein bisschen anders machen, was mal ein bisschen so. Ich glaube, so passt es dann. Gut, bei Mr. Every Omni, da kann man auch noch ziemlich viel einstellen. Ich werde euch jetzt mal ganz kurz eine kleine Sache zeigen, damit der Schatten nicht so ein Loch hier reinmacht, so, so dass das weggeschnitten wäre. Er klickt jetzt aufs Mr. Every Omni. Geht hier auf Mental Ray Shadow Map. Gut, natürlich müsst ihr jetzt hier auch Mental Ray als Renderer eingestellt haben, damit es funktioniert. Aber ihr seht, der Schatten ist ein bisschen ausgepflanzt hier und macht das Ganze ein bisschen realistischer. Gut, könnt auch eine andere Einstellung nehmen, müsst ihr ganz für euch entscheiden, was euch jetzt am besten gefällt. Jeder ist ein bisschen anders. Müsst ihr halt gucken, was für eure Animation jetzt am realistischen rüberkommt. Müsst ein bisschen rumprobieren. Wie ihr seht, ist es hier wieder eine scharfe Kante geworden aus dem Schatten. Aber ich entscheide mich jetzt für den. Gut. Bei mir dauert es ein bisschen lang, obwohl ich eine 3 GHz habe. 3 SMX beansprucht mein PC halt schon ziemlich, aber wenn ihr euch irgendwann einen neuen PC kauft, dann empfehle ich euch einen Dual Core von Intel oder AMD, wie ihr wollt. Da berechnet nämlich der PC mit seinen 2 Kernen Mental Ray und somit doppelt so schnell und das bringt es halt auch schon ziemlich. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt bei mir. Euer Xenon vom Aurora Bytes Team. Ciao, man sieht sich.